Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auf Initiative der FDP sprechen wir hier über die Corona-Testung von Kleinkindern. Eine Testung, die, wie man bei der FDP lesen kann, nicht für Kinder gelten soll, die geimpft oder genesen sind. Meine Damen und Herren der FDP, hören Sie auf, mit solchen Forderungen den Eindruck zu verbreiten, dass man als geimpfter oder genesener Mensch nicht mehr zur Verbreitung des Coronavirus beitragen kann. Diese Sichtweise ist kurzsichtig, unverantwortlich und trägt verstärkt auch weiterhin zur Verbreitung des Coronavirus bei. Der WDR hat vor kurzem eine schöne Übersicht über die häufigsten Symptome von Omikron gebracht. Dazu gehören neben der laufenden Nase auch Kopfschmerzen, Müdigkeit, Halsschmerzen und gegebenenfalls Appetitlosigkeit. Mit dem allergrößten Respekt für die Betroffenen, aber solche Symptome haben auch viele Menschen, wenn sie einfach nur erkältet sind. Und genau wegen diesem milden Verlauf der Omikron-Variante lockern immer mehr Länder ihre Corona-Maßnahmen. Dänemark beispielsweise hob ja vor wenigen Tagen alle Maßnahmen auf und kehrte zur Normalität zurück. Und was macht Deutschland? Deutschland diskutiert eine Impfpflicht, wobei sich die grün-dominierte Ampel nicht einmal selbst zutraut, einen entsprechenden Entwurf dazu vorzulegen. Ein recht schwaches Bild. Meine Damen und Herren, und was machen wir hier in Hessen? Wir müssen uns immer wieder die Worte einer angsterfüllten Landesregierung anhören, die mit zahllosen Ausnahmen erkennen kann. Beispiel die jetzt geplante Rücknahme der 2G-Regel im Handel. Haben Sie erkannt, dass es nichts gebracht hat? Haben Sie erkannt, dass Sie damit nur Menschen ausgegrenzt haben? Haben Sie erkannt, dass Sie dem Einzelhandel damit geschadet haben? Ich hoffe es. Meine Damen und Herren, im Gegensatz zu Ihnen schauen wir nicht nur auf die rechnerisch ermittelten Inzidenzen oder soll ich sagen ertesteten Inzidenzen, sondern wir beobachten bei der Omikron-Variante sehr genau, dass es immer weniger schwere Verläufe gibt, dass es immer weniger stationäre Aufenthalte und statistisch nicht mehr relevante Zahlen von Menschen gibt, die an oder mit Corona verstorben sind. Stattdessen tagtäglich Millionen von Schnelltests für Schüler, Arbeitnehmer und viele andere Personenkreise, dazu wöchentlich mindestens 2,5 Millionen PCR-Tests. Man kann sagen, Deutschland testet sich die Aufrechterhaltung der Corona-Pandemie herbei, die für andere Länder, ich sagte es bereits, gar keine mehr ist. Das ist nun mal Fakt. Ein Fakt, der natürlich Ihrer Haltung, meine Damen und Herren der FDP, nicht wirklich entgegenkommt. Und das, wo Sie ja sowieso Probleme haben, in Ihren politischen Aussagen eine gewisse Standhaftigkeit zu haben. Und so verwundert es auch, dass die hessische FDP den Kitas flächendeckend eine Zwangstestung auferlegen will. Meine Damen und Herren, da stellt sich mir die Frage, wo ist Ihre Liberalität geblieben? Zwang, meine Damen und Herren, ist nämlich immer der falsche Weg. Gehen Sie weg von Zwang und setzen Sie mehr auf die Eigenverantwortung der Menschen. Eine Forderung wäre hier, dass Eltern Tests für ihre Kinder kostenlos und in ausreichender Menge bekommen, damit sie bei auftretenden Symptomen entsprechend verantwortlich reagieren können. Oder entwickeln Sie ein Konzept, welches 1G, also möglichst alle auf freiwilliger Basis testen, als Inhalt hat. Es könnte so einfach sein. Der Alternative für Deutschland liegt das Wohl der Kinder sehr am Herzen. Und wir wissen auch sehr, was es bedeutet, wenn ein Kind symptomfrei positiv getestet wird und infolgedessen in die Isolation muss. Die psychischen Probleme, die dabei entstehen, können Sie aus den Zahlen der therapeutischen Behandlungen sehr deutlich herauslesen. Aus diesem Grund lehnen wir den FDP-Antrag ab, enthalten uns beim Antrag der Regierungsfraktion und fordern vielmehr die notwendige und längst überfällige Rückkehr zur Normalität.
Und dies ganz besonders für die Kinder und Jugendliche, denen bereits 2 Jahre ihrer Jugend durch eine Reihe von politischer Fehlentscheidungen genommen wurden. Omikron bietet aufgrund des milden Verlaufs die Chance, zur Normalität zurückzukehren. Es wird Zeit, dass Hessen diesen Weg der Normalität geht. Vielen Dank.